eigentlich als Gast, bin ja nicht mal der Gastgeber, vielleicht nicht in der Örtlichkeit, aber ganz herzlich begrüßen zu unserem WVS-Meeting zum Thema Resilienz und Coworking. Zwei Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusammengehen, aber wir haben im Vorgespräch auch schon mal die optische Runde gemacht und sie gehen sehr wohl zusammen. Von daher freut es mich insbesondere heute begrüßen zu dürfen, einmal Marlos Göke hier in der Mitte von uns beiden und natürlich unseren Gastgeber Carsten Mennel in Doppelfunktion, sowohl Geschäftsführer der Agentur hier im Hause als auch Geschäftsführer der Coworking Space Vermieterposition. Von daher freut es mich, dass ich euch beide hier dann begrüßen darf. Für Ihre Information, wir stehen sowohl ein bisschen abstandsmäßig auseinander, als dass wir vor einer halben Stunde auch noch hier getestet worden sind. Ein Teil des Hygienekonzeptes auch hier im Hause, natürlich alle negativ, aber dazu nachher auch ein bisschen mehr von Carsten. Ja, wir freuen uns heute über das Thema Resilienz reden zu können. Ich denke, dieses Gefühl, im Moment wird es alles ein bisschen zäh und ein bisschen schwer zu ertragen und zu erdulden, schlägt sicherlich auch bei jedem Einzelnen mal ein bisschen ein. Und ich freue mich insbesondere, dass wir mit Marlos Göke eine Top-Referentin zu diesem Thema haben. Die ist in der aktuellen Stylus nochmal beschrieben und das darf ich mal zitieren. Ihre Arbeit ist eine Mischung aus Beratung, Coaching und Training. Sie zeigt Unternehmensinhabern, /innen, steht hier nicht mal, aber das Gender steht hier gehört, wie es gelingt, das Unternehmerleben mit dem Privatleben zu vereinbaren, sodass beide davon profitieren. So, da freut es mich, Marlos, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns mal über genau diese Themen redest. Du bist ja als Grafschafterin, so eine Grenzgängerin, auch zwischen Niedersachsen oder auch viel im Münsterland unterwegs. Bist dankenswerterweise Mitglied bei uns auch in unserem Netzwerk. Und von daher freut es mich natürlich, euch beiden auch in diesem Thema zusammenzubringen. Aber ich denke, vielleicht so ein kurzer, 10-minütiger Input überhaupt mal, was das Thema Resilienz betrifft. Und wir haben uns darauf verständigt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Fragen sein sollten, den Kurzvortrag als Impuls von Frau Göke lassen wir mal eben so durchlaufen. Danach darf jeder virtuell seine Hand heben. Dann dürfen wir gerne Zwischenfragen machen. Aber bevor Marlos jetzt startet, ein ganz kurzer Rundblick dahin, wo wir denn sind. Wir sind nämlich zu Gast im Coviron. Wer es noch nicht kennt, jetzt spielt der Carsten mal einen kurzen, glaube ich, 2-minütigen Film ein, damit Sie neidisch werden können, wo wir schön stehen. Und in der Zeit können wir uns noch einen Kaffee holen. Von daher, Kamera ab. Blende ich mich mal eben ein. Herzlich willkommen im Coworking, unserem Coworking Space in Rhein. Wir haben auf 1000 Quadratmeter ein Ort für Begegnung und Kommunikation geschaffen. Egal ob Einzelkämpfer oder im Team, hier findest du deinen perfekten Arbeitsplatz. Flexibel, voll ausgestattet und in einer inspirierenden Umgebung. Überzeug dich selbst. Wir halten die Balance zwischen kommunikativem Miteinander und Privatsphäre. Du bist flexibel, gerne unter Menschen und nennst jeden Platz deinen Arbeitsplatz. Dann ist unser lichtdurchfluteter, offener und weitläufiger Flexdesk-Bereich genau das Richtige für dich. Für diejenigen unter euch, die gerne an ihren gewohnten Arbeitsplatz zurückkehren und bei komplexeren Projekten einen festen Rückzugsort benötigen, bieten wir euch unseren Fixfest-Bereich an. Startups, Selbstständige und Unternehmen profitieren von unseren Private Offices, um dort ungestört an ihrer Zukunft zu arbeiten und zu netzwerken. Für eine kurze Kaffeepause, einen kleinen Snack oder das Feierabendbier trefft ihr euch an dem Herzstück unseres Coworkings, dem Café. Ihr plant Größeres? Dann sind unsere modernen Besprechungs- und Veranstaltungsräume genau das Richtige für euch. Nutzt unsere flexiblen Kombinationsmöglichkeiten einfach zu eurem Vorteil. Nachhaltig und lösungsorientiert ist nicht nur das Konzept des Coviron, sondern auch unsere Herangehensweise an diese aktuell herausfordernde Zeit. Mit unserem Hygienekonzept und ausreichendem Platz bieten wir euch auch weiterhin die Möglichkeit, sicher bei uns zu arbeiten. Wir setzen das Tragen von Masken auf den gemeinschaftlich genutzten Flächen und Wegen voraus und verwenden Vernebler von 3-Athlet Biohygienics, um reine Luft und desinfizierte Oberflächen zu garantieren. Wir hoffen, wir konnten euch unsere Idee vom Coworking näher bringen. Zögert nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft mit euch.
Ja, und während wir noch umschalten und sagen tatsächlich, das war jetzt kein virtuell eingespielter Hintergrund wie bei einigen, sondern das waren Live-Bilder aus dieser wunderschönen Location, freut es mich insbesondere, dass wir so tolle Sachen haben. Carsten, über die Details gleich mehr, aber jetzt wollen wir wirklich mal gespannt, nachdem ich sie jetzt das dritte Mal anmoderiere, haben wir die Messlatte hochgesetzt, die Erwartung ist da, die Leute sitzen in den Startlöchern, Marlos, jetzt geht's los, das Thema Resilienz. Vielen Dank, Heiner. Ja, ich begrüße auch Sie noch einmal. Herzlich willkommen. Ich sehe auch, da kommen noch so ein paar neue noch dazu. Schön, dass Sie da sind und ich freue mich, heute hier zu sein. Es ist wirklich toll, auch mal wieder rauszukommen. Also erlebe ich gerade auch wieder schön, mal andere Räume zu sehen und sich einfach mal wieder auf andere Dinge einstellen zu können. Mein Name ist Magnus Göke und ich sitze mit meinem Unternehmen in Nordhorn und bin also heute hier nach Rheine gefahren, um mit Ihnen so ein bisschen über dieses Thema Resilienz in dieser anspruchsvollen Zeit zu sprechen. Resilienz, für die, die den Begriff vielleicht noch nicht so richtig einordnen können, man nennt Resilienz im Grunde das psychische Immunsystem, also eine gewisse psychische Robustheit. Die Psychologen haben sich diesen Begriff aus der Werkzeugkunde eigentlich ausgeliehen bzw. gemopst, weil Resilienz bedeutet eigentlich, dass ein Werkstoff, wenn er unter Druck gerät, wieder in seine Ursprungsform zurückkehrt. Das kann man sich am besten an einem Schwamm vorstellen. Also wenn ich einen Schwamm in die Hand nehme und ihn drücke und dann wieder loslasse, ja, geht er in die Ursprungsform zurück. Genau. Jo, mach's gut, ciao. Da ist noch ein Telefonat im Hintergrund. Also, psychische Robustheit, was bedeutet das? Unser Immunsystem ist momentan sehr, sehr stark in Anspruch genommen aufgrund der Rahmenbedingungen, in der wir uns befinden. Und so wie der Körper, unser Organsystem ein Immunsystem hat, so hat auch unsere Psyche ein Immunsystem. Und das nennt man Resilienz. Resilienz hilft uns dabei, gut oder besser durch krisenhafte Situationen zu kommen. Resilienz schützt uns ein Stück weit vor Stress. Resilienz gibt uns die Kraft, leichter mit Veränderungen umzugehen. Resilienz hilft uns, insgesamt eine höhere Stresstoleranz zu entwickeln, gibt uns Gelassenheit und Optimismus. Wir schauen also ein bisschen positiver in die Welt. So, und Resilienz ist ein Faktor, der bildet sich durchaus schon sehr, sehr früh in unserer Entwicklungsphase, also durchaus in der Kindheit. Das ist aber nicht festgeschrieben. Also Resilienz ist uns nicht nur in die Wiege gelegt worden, sondern wir können Resilienz entwickeln. Und das ist die gute Nachricht. Wir können das also trainieren. Resilienz ist eine sogenannte Metakompetenz. Das heißt, sie setzt sich aus verschiedenen Fähigkeiten und Kompetenzen zusammen und die meisten Modelle gehen von 7 Resilienzfaktoren aus. Der eine ist Optimismus, den hatte ich gerade schon angesprochen. Der andere ist Akzeptanz. Dann haben wir das Thema Lösungsorientierung, Selbstorganisation und Selbstfürsorge. Dann haben wir Netzwerkkompetenz, also gut in ein Netzwerk eingegliedert zu sein und die Zukunftsorientierung. Und all diese Faktoren zusammen bilden eben unser Immunsystem, was unsere Psyche angeht. Und was machen wir damit? Jetzt sitzen wir in einer Situation, die wir nicht kontrollieren können. Corona hat uns kalt erwischt. Keiner hatte das erwartet. Die meisten, mich eingeschlossen, haben vielleicht gedacht, naja, okay, jetzt geht das so ein bisschen, aber im Sommer letzten Jahres ist dann irgendwann wieder vorbei. Und dann können wir in unser altes Leben wieder einsteigen. So ist es leider nicht gekommen. Das heißt, wir sind immer noch in dieser unsicheren Situation. Und das beeinträchtigt sehr, sehr stark unsere Psyche. Unser Gehirn ist auf Überleben programmiert. Und es reagiert auf äußere Einflüsse. Und Corona ist eine Situation, die von Unsicherheit geprägt ist. Und das Gehirn hasst Unsicherheit. Es kann ganz, ganz schlecht mit Unsicherheit umgehen. Und es reagiert dann darauf mit Stress. Das heißt, viele Menschen, mit denen ich arbeite, nehmen an sich wahr, dass sie ungeduldiger werden, dass ihre Geduldsfaden und im Prinzip so ein bisschen eine höhere Gereiztheit da ist, dass der Schlaf möglicherweise gestört ist, dass sie ein bisschen ruppiger mit ihren Mitmenschen umgehen, dass sie insgesamt unzufriedener sind, sich nicht so wohl fühlen, eine gewisse Antriebslosigkeit haben. Also so auf allen möglichen Ebenen hat Corona Einfluss auf uns.
Vielfach höre ich auch von so einer Lethargie. Na, man könnte ja was machen, auch wenn man nicht viel machen kann, aber das, was man machen kann, da habe ich irgendwie auch keine Lust zu, also mache ich gar nichts. Also das ist so eine Haltung, die ich momentan sehr viel wahrnehme und man kommt dann immer mehr in so eine Lethargie rein und wird immer antriebsloser. Und das ist so ein Phänomen, was man auch in der Depression wahrnimmt. Je weiter eine Depression fortschreitet, desto antriebsloser werde ich. Und nicht nur das, man sieht das auch an der Körperhaltung. Und so ein großes Fragezeichen hier gerade von Herrn Löw. Nein, bei Ihnen sieht man es nicht. Keine Sorge. Aber wie ist es, wenn ich ein bisschen depressiv bin? Dann falle ich in mich zusammen. Ne? Die Schultern fallen runter, mein Blick geht nach unten. Ich rede so ein bisschen langsamer. Und damit bringe ich mich so richtig in diese depressive Stimmung rein. Also, was kann ich machen? Erst einmal tatsächlich mal schauen, wo habe ich eigentlich meine Aufmerksamkeit in dieser ganzen Situation? Gucke ich nur überall hin, was nicht geht, was gerade doof ist, was mich nervt, was die Regierung wieder verpatzt hat? Oder richte ich vielleicht den Blick auch mal auf und schaue, was geht denn eigentlich noch? Also grundsätzlich sind wir ja in Deutschland in einer wirklich prädestinierten Lage. Wenn wir uns so andere Länder anschauen, sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut gestellt, auch wenn es natürlich insgesamt nicht toll ist. Dann sind wir in der Regel alle irgendwie in einer guten Unterkunft. Wir haben Essen, wir haben warmes Wasser, wir haben eigentlich alles, was geht. Es gibt halt ein paar Dinge, die nicht gehen. Die Frage ist aber, was kann ich denn trotzdem tun? Also wir hören gleich die Geschichte, ihr habt gegründet hier in so einer Phase, viele haben sich weiterentwickelt, man hat plötzlich mehr Zeit, die kann man auch nutzen. Und auch wenn es schwerfällt, die Gewohnheiten jetzt nicht umsetzen zu können, kann ich ganz, ganz viel machen. Das ist so ein Punkt, wo ich einen Appell setzen möchte. Wir können uns alle entscheiden, wo ich hinschaue, wo gebe ich meine Aufmerksamkeit hin. Und man sagt so schön, die Energie fließt dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Lenke ich meine Aufmerksamkeit nur auf die Dinge, die gerade doof sind, nicht gehen und mich stören, gebe ich da meine Energie rein. Die Energie verpufft aber an dieser Stelle, weil ich sie nicht sinnvoll nutzen kann. Oder entscheide ich mich, dahin zu gucken, was ich noch unter meiner Kontrolle habe, wo ich noch Einfluss drauf habe, wo auch noch Freuden da sind und schöne Dinge, die ich weiterhin machen kann, Erfolge, Dinge, für die ich dankbar sein kann, Kontakte und Ähnliches. Dann geht die Energie irgendwo hin, wo ich sie auch sinnvoll einsetzen kann. Also das beschreibt diesen Resilienzfaktor Akzeptanz. Akzeptanz meint, die Dinge anzunehmen, die wir nicht verändern können. Und Corona ist was, was wir nicht wirklich verändern können. Das ist einfach da. Und jetzt kann ich entscheiden, was ich jetzt mit dieser Situation mache. Ob ich sie annehme, also akzeptiere, ich muss sie nicht gut finden. Das ist damit nicht gemeint. Aber zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist, ich kann es nicht verändern, aber wo kann ich denn noch was verändern? Wo lege ich jetzt meinen Fokus drauf? Worauf habe ich noch Lust? Was möchte ich vielleicht Neues entdecken? Also es ist eine super Zeit, neue Hobbys, neue Interessensgebiete kennenzulernen und einfach mal zu schauen, wo möchte ich eigentlich noch hin? Es ist auch eine super Zeit, um sich selbst das Leben zu reflektieren und zu sagen, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Und bin ich mit dem, wo ich jetzt gerade stehe, zufrieden? Oder gibt es vielleicht Dinge, die ich verändern möchte? Und wie kann ich das vielleicht anstellen? Wer kann mich dabei unterstützen? Mit wem kann ich mich austauschen? Na klar, ist alles im direkten Kontakt viel besser und macht mehr Spaß. Aber wir sehen es gerade auch hier. Auch so können wir gut in Kontakt treten und uns austauschen. Und es gibt viele Angebote, die neu entstehen, wo ich auch neue Impulse erhalten kann. Dann ist es die Frage, was mache ich jetzt überhaupt mit mir in dieser Situation, wenn es mir nicht gut geht? Also, ich erlebe das auch. Also, ne, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich habe auch Phasen, wo ich denke, so Mist, ich habe einfach keine Lust mehr auf diesen Kram. Ich will jetzt mal wieder die ganze Leichtigkeit des Lebens genießen. Geht aber nicht. Ja, dann darf man auch mal meckern und darf sich mal fallen lassen. Die Frage ist einfach, wie lange bleibe ich in diesem Zustand? Und wenn ich das wahrnehme, ja, dann darf ich mich auch mal ein bisschen selber bemitleiden. Aber dann ist irgendwann die Frage, will ich jetzt in dieser Trance drinbleiben oder sage ich mir, was kann ich jetzt tun?
Wir können ganz, ganz viel tun und wichtig ist für uns, für unsere Gesundheit zu sorgen, indem wir uns einfach auch gesund verhalten. Das heißt, dass wir auch all die Dinge tun können. Wir können nach draußen gehen, wir können die frische Luft genießen. Und ganz, ne, Länder haben ganz andere Möglichkeiten, wenn die nur eingeschränkt Ausgehmöglichkeiten haben. Da sind wir auch noch gut aufgestellt. Wir können uns auch mit einer gesunden Ernährung befassen. Wir können zu Hause Sport treiben. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, jetzt etwas zu tun, neu zu entdecken. Ein wichtiger Faktor. Ein weiterer Punkt ist das Thema Optimismus. Also wo richte ich da meine Aufmerksamkeit hin? Auch das ist wieder die innere Einstellung, die ich habe. Und ich kann entscheiden, dass das Glas halt immer leer ist. Oder ich kann entscheiden, ich drehe das Glas einfach mal um und schaue, was passiert und mache neue Entdeckungen. Das gehört sehr, sehr stark zusammen. Also Optimismus und Akzeptanz hängen eng miteinander zusammen. Wenn Sie ein Team um sich herum haben, ist das Phänomen wahrscheinlich nicht nur bei Ihnen selber wahrzunehmen, sondern im Team selbst auch. Eine große Herausforderung, insbesondere wenn das Team weit verstreut ist. Und auch da geht es darum, immer mal wieder auch Kontakt zu nutzen, zusammenzukommen, sich auszutauschen, vielleicht auch auszutauschen, wo Unterstützungsbedarf ist, welche Möglichkeiten wer hat, wer was reinbringen kann, wer was geben kann. Und Ähnliches. Ich muss mal eben auf die Uhr gucken, wie lange ich jetzt schon rede. Du unterbrichst mich keiner. Ich unterbreche dich nicht, aber du redest schon, ja? Das ist alles okay. Ein weiterer Appell, den ich mitgeben möchte, ist wirklich das Thema Selbstfürsorge. Gerade als Unternehmer sind wir immer sehr, sehr gut dabei, dafür zu sorgen, dass alles gut strukturiert ist, dass alles gut läuft. Wir haben häufig eine hohe Leidenschaft für unser Unternehmen, geben alles. Und momentan ist es für den einen oder anderen auch wirklich ein Kampf, das Unternehmen am Laufen zu haben. Nichtsdestotrotz funktioniert das alles nicht, wenn wir nicht gut zufrieden sind und wir nicht gut aufgestellt sind und wir mit unserer Energie nicht gut zurechtkommen. Insofern, auch das ist wichtig hinzuschauen. Also was tut mir denn gut? Was brauche ich, damit ich auch leistungsfähig bin, damit ich auch meine Energie und Leidenschaft an das Team auch übertragen kann? Und sorge ich da an der Stelle eigentlich gut für mich? Die Unternehmensinhaber und Selbstständigen, die zu mir kommen, haben da meistens eine kleine Lücke. Wir entdecken das meistens, ne, dass sie in vielen Bereichen sehr, sehr gut aufgestellt sind, aber sich selbst nimmt man so leicht an die letzte Stelle, weil wir beschweren uns bei uns selber ja nicht. Ne? Der Rest beschwert sich, wenn er nicht genügend Zeit und Aufmerksamkeit bekommt. Wir merken das dann nur, wenn unsere Gesundheit am Leiden ist und dann ist es schon ganz schön weit fortgeschritten. Das heißt, ein wichtiger Faktor, was brauchen wir eigentlich als Unternehmer, als Führungskräfte, damit es uns auch wirklich gut geht. Und da gibt es verschiedene Bereiche, auf die wir schauen können. Natürlich ist Regeneration, Erholung ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Schlafe ich gut beispielsweise? Und wenn das nicht der Fall ist, habe ich ein Riesenproblem, weil Schlafmangel ist einfach etwas, was uns in allen Ebenen sehr, sehr stark beeinflusst. Also Schlaf ist ein ganz großer Faktor, mit dem wir in Deutschland momentan sehr, sehr stark zu tun haben, weil Schlafstörungen sind bei über 80% der Menschen gerade an der Tagesordnung. Das heißt, wir haben da eigentlich einen hohen Bedarf, in die Erholung zu kommen und uns auch Ruhe zu gönnen. Das heißt, zwischendurch auch mal abzuschalten. Wir sind meistens in unserer schnelllebigen Welt so sehr im Tun und im Machen und Agieren und Pläne schmieden und hier und dahin rennen verhaftet, dass wir gar nicht mal anhalten und uns fragen, wie geht's uns eigentlich? Und dieser kurze Moment, mal wieder zur Ruhe zu kommen, ist einer, in dem wir wieder ganz viel Energie auch sammeln. Also so eine kleine Erholungsinsel mal in den Alltag zu integrieren, könnte eine Idee sein. Natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass wir gut versorgt sind. Das heißt, dass wir uns gut ernähren, dass wir ausreichend trinken. Auch jetzt, insbesondere vor so einem Bildschirm, ist das wichtig. Ich mache das einfach mal. Wasser trinken ist ganz, ganz wichtig, insbesondere wenn wir viel vor der Kiste hängen. Wir haben einen erhöhten Bedarf und wenn Sie viel in Online-Meetings sind, kann ich nur erinnern, immer wieder Wasser nachfüllen und ausreichend trinken. Dann ist ein ganz wichtiger Faktor für unser Wohlbefinden der Kontakt zu anderen. Und nutzen Sie da die ganzen Angebote, wie dieses jetzt hier, wie wir jetzt uns austauschen. Das ist einfach ein unglaublicher Energiegeber, der Austausch mit anderen, mit Gleichgesinnten.
Natürlich die Nähe zu unseren lieben Menschen, die wir brauchen. Auch das kann mal ein bisschen kriselig sein, weil wir gerade vielleicht ein bisschen zu viel Nähe bekommen, weil wir aufeinander hocken. Das ist ein Phänomen, was gerade zu beobachten ist. Und das andere Phänomen ist, die Menschen, die alleine leben, vereinsamen gerade sehr, sehr stark, weil sie einfach zu Hause sind, möglicherweise noch zu Hause arbeiten, nicht raus können am Wochenende. Also in beide Richtungen geht es gerade hoch her. Und der letzte Punkt ist im Prinzip das, was uns Energie und Impulse gibt, sind Inspirationen. Also das Spirituelle könnte man das nennen, aber ich möchte gar nicht so hochgreifend sprechen. Also das, was uns begeistert, wo unsere Leidenschaft für uns ist, das kann ein Thema sein, das kann ein Hobby sein, das kann Reisen sein, das kann Kultur sein und alles Mögliche. Sich damit einfach auch weiter auseinanderzusetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Bücher können wir noch und noch lesen. Also diese Wege sind nicht alle versperrt, auch wenn es das eine oder andere ein bisschen schwierig ist. Was habe ich als letztes? Zukunftsorientierung ist ein wichtiger Faktor, der momentan uns ein bisschen im Weg steht, weil wir Schwierigkeiten haben, Dinge zu planen. Ja, wir freuen uns jetzt nicht auf irgendeine tolle Feier, die ansteht oder ein Konzert, auf das wir gehen, sondern wir sehen momentan eher, auch das geht nicht und das geht nicht und wird das im Sommer wieder besser sein oder so. Also wir neigen da auch eher schwarz zu sehen. Und das ist etwas, was uns ganz viel Kraft raubt. Wenn Sie Kinder haben, dann wissen Sie, diese Vorfreude auf das Weihnachtsfest oder auf den jeweiligen Geburtstag ist riesengroß. Die Kinder sprudeln, sind aufgeregt und können kaum an sich halten. Und interessanterweise hat die Forschung herausgefunden, dass diese Vorfreude viel intensiver ist als das Ereignis selbst. Wenn es dann da ist, ist es zwar schön und man genießt es, aber das, woraus wir Kraft schöpfen, ist wirklich die Vorfreude, das, was im Vorhinein passiert, dass wir uns darauf freuen, dass wir Gedanken machen, wie wird das wohl, wie spannend ist das, wie schön ist es, dass es wieder ist. So, und jetzt ist unsere Herausforderung zu schauen, wo wollen wir denn eigentlich noch so ein paar Zukunftsdinge entwickeln? Was sind noch so unsere Ziele? Und das können Sie unabhängig von Corona machen. Ziele kann man sich immer setzen und zu schauen, wo stehe ich im Leben jetzt, wo möchte ich denn eigentlich noch hin? Es gibt die sogenannte Löffelliste. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff schon ist. Meint ganz einfach, die Dinge zu sammeln, die wir machen wollen, bevor wir den Löffel abgeben. Daher kommt der Name, ist ein bisschen makaber. Aber ich finde es ganz wichtig, weil wir leben so unser Leben und alles geht so voran. Und so die wichtigen Punkte verlieren wir so schnell aus den Augen. Und sich das einmal bewusst zu machen und aufzuschreiben, was sind das denn für Punkte, die ich noch so erleben will? Weil das ist am Ende das, was die Würze des Lebens wirklich ausmacht. Nicht, dass wir jeden Tag pünktlich zur Arbeit erschienen sind und den einen Abschluss gemacht haben oder den Kunden super betreut haben. Natürlich ist das toll und macht Spaß und dafür leben wir auch. Aber was ist das, was uns begeistert? Wovon berichten wir noch später? Was wollen wir noch alles erleben? Also das als kleinen Gedankengang, vielleicht zum Abschluss. Holen Sie mal einen Zettel und einen Stift und fangen Sie mal mit Ihrer Löffelliste an. Ich glaube, das gibt viel Energie und positiven Impuls. Ja, Marlos, schönen Dank für den Einstiegsimpuls. Jetzt muss ich natürlich gerade biegen, wir sind ein Unternehmensnetzwerk, also morgens pünktlich zur Arbeit zu kommen, ist durchaus für viele der Angestellten ein hehres Ziel und aus Sicht der Chefs und Chefin durchaus auch in diesen Zeiten wünschenswert. Nicht, dass morgen früh einer kommt und sagt, ich habe da mal eine Liste geschrieben, so eine Löffelliste, Chef, da steht drauf, ich habe jetzt jede Woche einen Tag frei, weil Frau Göke das im BVS-Meeting gesagt hat und dann machen wir das mal. Also von daher viele wichtige Impulse, ich habe mir vieles aufgeschrieben. Jetzt ist aber so die Frage auch, Marlos, und nochmal auch in die Runde, wenn Sie direkte Fragen haben, immer raus damit, dafür steht die Expertin gerade jetzt hier auch Rede und Antwort. Man kommt ja doch aus so alten Sachen, ohne Fleiß kein Preis, ja, wer was werden will, der muss was schaffen und steht man sich manchmal auch selber mit dem Weg mit solchen alten, in Stein gemeißelten Dingen, wobei ich auf der anderen Seite aber auch in dem Gespräch mit dir erlebt habe, dieses moderne Work-Life-Balance-Gefasel, das ist ja das andere Extrem. Das können ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch nicht hören. Wenn ich auf jeden Fall, jetzt reicht der Obstkorb schon nicht mehr aus, jetzt muss ich denen noch eine Massage anbieten und jetzt wollen die aber auch dies und das und jenes. Also gibt es da einen Spagat dazwischen oder ist das individuell? Also beides ist eigentlich richtig. Also ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, was wir wollen, dafür sind wir auch selber verantwortlich.
Jeder ist erstmal, jedes Individuum ist erstmal für sich selber und sein Wohlbefinden verantwortlich. Also, finde ich. Und da kann jeder auch einen sehr, sehr großen Teil zu beileisten. Jetzt haben wir als Unternehmensinhaber und Selbstständige die Herausforderung, dass unser Unternehmen unsere Leidenschaft ist. Also man kann das nicht trennen, mein Leben und dann das Privatleben. Das gehört immer irgendwie zusammen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, für sich auch Punkte zu finden, wo das Unternehmen auch mal draußen sein darf. Aber es geht für mich bei Unternehmensinhabern nicht um Work-Life-Balance. Wenn ich in dieser Tätigkeit aufgebe, bin ich im sogenannten Flow-Modus. Und das gibt mir Kraft und Energie. Ich kann das aber nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche machen. Dann wird es mich irgendwann einholen und dann ist meine Energie einfach auch weg. Das heißt, ich brauche als Unternehmensinhaber auch meine Punkte, wo ich Energie auflade, auch außerhalb des Unternehmens. Was das Team angeht, da bin ich für einen offenen Austausch miteinander einfach in Kommunikation treten. Und wenn jemand tatsächlich den Wunsch hat, einen Tag die Woche nicht zu kommen, ja, so what, dann können wir drüber reden. Heißt auf der anderen Seite aber auch was. Ne? Also da auch durchaus eine Offenheit zu haben und zu schauen, was bringt mich denn voran, was bringt das Team voran. Natürlich habe ich was davon, wenn die hochmotiviert sind, weil der einmal in der Woche irgendwas macht, was ihnen unglaublich Kraft gibt, dafür die anderen Tage aber doppelt Gas gibt. Also die Gleichung muss immer auf beiden Seiten irgendwie stimmen. Die Punkte, die du vorhin angesprochen hast, ohne Fleiß kein Preis, da sind wir natürlich in Deutschland in unserer geordneten Struktur ein bisschen anfälliger als in Italien beispielsweise. Ja, wir sind sehr, sehr leistungsorientiert und sehr pflichtbewusst. Und am Anfang einer Gründung ist das auch unglaublich wichtig. Also wenn ich das nicht mitbringe als Unternehmensgründer, dann komme ich nirgendwo hin. Ne? Wenn ich so Larifari mal irgendwas mache, ja, dann komme ich irgendwo hin, aber wahrscheinlich nicht in den Erfolg. Irgendwann ist aber der Punkt gekommen, da steht dieser Satz mir im Weg. Also wenn ich das in mir als Überzeugung habe, dann komme ich nicht zur Ruhe. Dann werde ich auch nicht mal irgendwie sagen, ich habe jetzt mal einen Tag frei oder ich gönne mir einen Urlaub, sondern dann bin ich permanent erreichbar, ne? Wie es auch viele tatsächlich gemacht haben. Ne? Wenn ich in Urlaub fahre, ihr könnt mich natürlich erreichen. Was macht dann das Team? Es ruft bei jeder Kleinigkeit an. Also ist auch eine kleine Erziehungssache, wie das Team dann damit umgeht. Das heißt, an solchen Dingen, da stehe ich mir selbst im Weg. Wenn ich bestimmte Glaubensüberzeugungen habe, die mich dazu bringen, dass ich keinen Urlaub, keine Freizeit mehr habe, dann habe ich ein Problem. Ja. Gut, soweit vielleicht erstmal zu dem ersten Block. Wir kommen ja gleich nochmal auch in der Kombination mit dem, was Carsten berichtet, sicherlich immer mal wieder auf die Punkte, denn ich habe so viele Punkte aufgeschrieben, wo ich gar nicht mehr wusste, ob du noch über Resilienz oder schon über Coworking redest oder andersrum, aber das macht es ja auch so interessant. Carsten, Marlos hat gerade gesagt, Leidenschaft, Löffelliste. Auf deiner Bucketlist stand wahrscheinlich irgendwann mal ein Coworking-Space gründen, wahrscheinlich vielleicht etwas einfach gesagt, aber ihr seid ja nun tatsächlich angetreten hier mit einem Konzept, einer Idee, in einem wirklich wunderschönen Gebäude, wo es also auch architektonisch aufgeht, wo man nicht nur sieht, das ist so gedacht und dann irgendwo reingepresst, sondern das ist schon so ein schlüssiges Konzept und wirklich auch gelebte Leidenschaft. Was macht das Coviron hier so besonders oder was steckt auch hinter der Idee? Also, dass jetzt auf meiner privaten Bucketlist stand, einen Coworking Space aufzumachen, nein, aber tatsächlich in Coolistic stand auch vorher schon das CO mit für Coworking, weil das Thema für uns immer präsent war. In Berlin in unserem Standort haben wir auch erst im Coworking Space gesessen. Vielleicht, wie es dazu gekommen ist. Wir haben schnell gemerkt, dass unser altes Büro zu klein war, haben hier das Gespräch gesucht mit dem Inhaber des wirklich wunderschönen Gebäudes, Markus Tacke, ob wir hier flexibel etwas schaffen können, wo wir wachsen können. Da war relativ schnell klar, dass das nicht geht, dass wir direkt auf 500 Quadratmeter gehen müssen. Das war für uns als kleine Agentur, relativ neu gegründet Ende 2018, natürlich zu groß, dass wir dann gemeinsam die Idee entwickelt haben, diesen Coworking Space hier zu entwickeln, zu eröffnen. Vielleicht zwei, drei Sätze zum Konzept von Coworking Space. Was wir hier geschaffen haben, ist wirklich ein Ort der Begegnung und Kommunikation. Und das soll auch im Mittelpunkt stehen. Und das ist ja auch eine schöne Brücke zu dem, was du gesagt hast. Das ganze Thema Netzwerken, Kommunikation steht hier natürlich an erster Stelle. Wir haben, ich sag mal, vier Säulen. Das eine ist, das ist der sogenannte Flex-Desk-Bereich, das ist unter anderem das Café, in dem wir stehen hier, wo man sich für relativ schlankes Geld einen monatlichen Zugang kaufen kann oder auch ein Tagesticket kaufen kann, sich hier hinsetzen kann und auf freie Plätze sich auswählen kann, wo man sitzen möchte und bei voller Infrastruktur arbeiten kann. Dazu gehört, man hat Kaffee, Wasser,
Obst mit drin, Highspeed-Internet und kann hier arbeiten. Dann gibt es den Fixtest-Bereich, da miete ich mir quasi hier in einem Großraumbüro meinen festen Arbeitsplatz, voll ausgestattet, habe meinen eigenen Schlüssel, habe 24/7 Zugang. Dann gibt es Private Offices, das sind Zweier- oder Viererbüros, da miete ich mir mein eigenes Büro. Und da haben wir natürlich die Konferenzräume, Meetingräume, auch auf wirklich große Eventflächen hier oben im Gebäude, auf der anderen Straßenseite im Franz-Tack-Haus, die wir mitvermarkten, wo ich wirklich Konferenzen aller Art, aller Größen machen kann. Und das ist etwas, was auch in dem letzten halben Jahr gut angenommen wurde, weil wir wirklich große Konferenzräume haben, wo man auch vielleicht nur zu zweit, zu vierten Meeting machen möchte, aber die Räumlichkeiten selber nicht hat und wir können es eben hier anbieten. Wir haben das Ganze eröffnet am 1.9., also mitten in der Pandemie, zumindest die erste Hälfte. Das stand sicherlich so nicht auf der Bucketlist, von der wir gesprochen haben. Haben es aber hinbekommen, dass wir die im Sommer direkt viele Mietanfragen hatten, dass wir dort auch relativ gut ausgelastet waren. Ab Ende Oktober, muss man offen sagen, sind die Mietanfragen ja gänzlich zurückgegangen. Wir haben dann zum 1.1. die zweite Hälfte aufgemacht und haben natürlich damit auch zu kämpfen, dass wir hier nicht voll ausgelastet sind, was wir gut hinkriegen, weil wir mit dem Vermieter einen guten Deal haben. Aber da haben wir die Not zu tun gemacht und haben uns hier aufgeteilt zwischen den Büros. Also wir mit unserer Agentur sitzen auch mit 20 Leuten hier drin. Wir konnten so wirklich die ganze Fläche nutzen, konnten Büros den doppelten Platz anbieten, den wir normalerweise anbieten und konnten uns so ein Stück Normalität für die Mitarbeiter auch zurückholen, dass sie eben die Möglichkeit haben, unter strengen Hygieneauflagen hier reinzukommen, hier täglich zu arbeiten und trotzdem geschützt zu sein. Wir haben hier Maskenpflicht, wir haben Desinfektionsmittel, die wir überall stehen, wir desinfizieren die Flächen regelmäßig, wir haben diesen Raumvernebler. Schon da kommt Coworking zusammen, denn einer unserer Mieter ist Dreiathlet, die das vertreiben, die natürlich uns hier im Space damit ausgestattet haben. Das war natürlich immer eine super Grundvoraussetzung und auch wirklich schon gelebtes Coworking. Genauso unser Reinigungsdienst in der Gebäudereinigung, Siva, sitzt hier mit drin, die hier regelmäßig vor Ort reinigen können, wo wir sehr flexibel sind. Also da kommt Coworking zusammen. Der Hauptpunkt ist, wir haben wirklich Platz hier, wir haben mehrere Ein- und Ausgänge, man kann sich hier wirklich geschützt aus dem Weg gehen, wir haben eine klare Dokumentation, wer wann hier ist, wir können mobile Trennwände anbieten, wir haben uns eben testen lassen hier, wir haben ein Testangebot hier in einer Station, was für uns natürlich gerade ganz wichtig ist, sodass wir auch in der jetzigen Zeit wirklich jedem Mieter, der kommen möchte, einfach ein Stück weit die Möglichkeit auf Kommunikation, auf ein normales Leben zurückgeben können in dieser doch schweren Zeit. Wir merken bei allen Mietern, bei allen unseren Mitarbeitern, die im Übrigen auch vor der Pandemie jederzeit im Homeoffice arbeiten durften, aber die möchten ja auch gerne zurück. Die wollen ja nicht. Also das Homeoffice-Angebot ist, glaube ich, super und das ist ganz tief in unserer DNA. Das werden wir auch in Zukunft immer weiterleben. Aber wichtig ist ja, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, an unseren Ort zu kommen. Und haben wir einfach ein Angebot geschaffen, was von unseren Mitarbeitern einfach gerne angenommen wird, weil wir ein Stück weit zur Normalität zurück können. Das heißt, du hast jetzt selber gerade mal angesprochen, bestehende Hygienekonzepte. Wir stellen ja immer wieder fest, dass also Betriebe auch das Problem haben, Homeoffice. Dann kommen diese ganzen Arbeitsstättenrichtlinien, Verordnungen. Ja, muss ich jetzt als Arbeitgeber jeden einzelnen Schreibtisch in dem Kinderzimmer meines Mitarbeiters kontrollieren, messen, ist das Licht groß genug, ihm eine Pause zu verordnen und. Ihr habt also bestehende Konzepte auch im Platzangebot so, dass neben diesen klassischen vier Säulen, die du gerade mal beschrieben hast, aber auch jede andere flexible Möglichkeit zumindest im Moment Gesprächsbasis sein könnte. Einfach mal zu sagen, ich habe kurzfristig Bedarf, 14 Tage, 5 Mann muss ich irgendwie ausgliedern oder ähnliches. Alles Möglichkeiten, wo ihr sagen könntet, okay, komm, wir gehen hier hin, gucken uns an und finden gemeinsam irgendeine Lösung. Wir haben unterschiedlichste Raumgrößen. Wir können auch größere Räume, also wir haben wirklich viele Meetingräume, die wir auch umfunktionieren können. Wir haben vor allem die geschützten Räume und wir können das Ganze flexibel anbieten. Und das ist auch ein Stück weit diese Zukunftsorientierung, die kann ich mir auch dadurch durch die Flexibilität zurückholen, die wir anbieten, weil ich habe keine langen Laufzeiten. Wir können da mit jedem Einzelnen was vereinbaren, sei es für 2 Wochen, sei es für flexibel. Wir wissen nicht, wie lange beschäftigt uns das ganze Thema noch. Können wir wirklich jederzeit flexibel, aber eben mit einem Schutz, den man braucht, sei es vom unternehmerischen her, Datenschutzthemen. Ich kann für jeden als einzelne Büro ein eigenes WLAN einschalten. Also ich habe hier wirklich die Möglichkeit, alles zu schaffen, um auch auf jeder Linie geschützt hier arbeiten zu können, auch kurzfristig. Malus, du hast gerade mal gesagt, so Stress, Kollegen,
jetzt haben wir gerade mal gesagt, wünschen sich viele auch wieder dieses alte Kollegiale, mal hier stehen und einen Kaffee trinken, ja, zurück. Wir kriegen aber auch mit, dass wir einige Mitarbeiterinnen in Betrieben haben, die, sage ich mal, gar nicht jetzt überspitzt gesagt Hypochonder und übertriebene Angst vor dieser Situation haben, sondern die sich vielleicht gar nicht unbedingt wieder in diese großen Büros zurückwünschen, weil sie vielleicht auch eine Risikogruppe sind, weil sie vielleicht auch einfach zu Hause Leute haben, die sie mitbetreuen, die Risikogruppe sind. Auch da eine Möglichkeit, dieser Angst vielleicht aus dem Weg zu gehen, indem ich sage, dann geh doch hier in so einen Bereich, hier hast du einen überschaubaren Bereich, bist nicht in diesem riesen Großraumbüro einer Verwaltungseinheit mit 100 Mann, sondern hast hier dein, wie nennt ihr es, Fixed Desk oder Private Office und kannst für dich da entsprechend arbeiten. Wären das Dinge, um auch Ängste von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu begegnen, um dann doch wieder mehr Leistung zu kriegen? Also ganz bestimmt, ich finde es eine super Gelegenheit. Also wir haben ja immer ein Problem, wenn wir zu viel von etwas bekommen. Ne? Also zu viel Nähe oder zu viel Isolation oder zu viel das Gleiche, dann kommen wir in so eine Sättigung, in eine psychische Sättigung. Und das ist das, was uns gerade alle so ein bisschen beschäftigt. Und wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze, 7 Tage die Woche, am Wochenende auch noch da in den kleinen Räumen bin, dann kann mir das irgendwann mal zu viel werden. Das ist eine super Gelegenheit, zu euch zu kommen und zu sagen, zwischendurch kann ich mal herkommen. Es ist einfach eine andere Umgebung und jeder kennt das. Wenn ich mal rauskomme, kriege ich neue Ideen, habe ich neue Energie. Das ist das Phänomen, weswegen wir in Urlaub fahren, um einfach mal einen Tapetenwechsel zu haben. Und das kann ich mir holen, kann mir Urlaub im Job sozusagen holen und hier einfach eine gute Gelegenheit, in einem sicheren Rahmen mal was anderes zu sehen. Ja. Bestimmt. Also mal in Urlaub fahren, ich schreibe das mal auf meine Bucketlist, müsste ich auch mal wieder machen. Naja, wollen wir mal gucken. Nein, also man sieht, viele reden ja immer nur darum, wie komme ich aus dem Homeoffice wieder raus. Aber wir werden ja damit leben müssen, dass es, und wenn es nur ein Prozentzahl X ist, auch Leute geben, die sagen, ich will gar nicht wieder mit 4 Mann in unserem Buchhaltungsbüro sitzen. Also auch da vielleicht zu gucken, wo es hingeht. Und ich finde es einfach auch interessant, ihr richtet euch ja als Zielgruppe nicht an diese klassischen Startups. Viele Leute glauben ja immer so, Coworking, das ist so was für die Gründerzähne. Ne? Also hier sitzen jetzt alle mit Käppi verkehrt rum auf, Turnschuh an und wollen hier jetzt irgendwelche Universitätsausgründungen betreuen. Nein, also ich sehe ja hier eure Mieterliste, durchaus renommierte Betriebe, die da sind, die aber auch von so einer flexiblen Lösung leben. Und letztendlich eure Zielgruppe völlig bunt gemischt, oder? Völlig bunt gemischt. Natürlich richtet sich auch an die Startups, aber wenn ich jetzt mal nach Berlin oder Hamburg gucke, in die großen Coworking Spaces, die leben davon, dass die eigentlich überwiegend diese Startups oder Kreativszene Freelancer dort haben. Für die haben wir ein Angebot hier, aber der Großteil der Leute, die hinkommen, sind Unternehmen, kleinere, mittlere Unternehmen hier aus der Region, für die wir ein Angebot haben. Sei es, dass sie Leute ausgliedern wollen, dass sie einfach einen zweiten Standort machen. Als Beispiel, die Unternehmen, man sieht, du kannst da nicht sehen, aber das sind zum Beispiel die Grünplaner aus Wetten, die nehme ich mal schön als Beispiel. Weil die haben viele Kunden in Rheine und die sind ohne großes Risiko, ohne großes Anfangsinvest einfach mal bei uns reingegangen, um zu gucken, wie funktioniert es, wenn wir vor Ort bei den Kunden sitzen. Und so haben sie den zweiten Standort in Rheine aufgemacht. Und wir sehen ja auch, dass in der Region das Thema ein großes ist. Und wir glauben auch ganz fest dran, dass es auch nach der Pandemie umso stärker ist. Ich meine, mit Debbie Kattenbeck sind wir auch im Gespräch. Wir haben auch Ziele, noch weitere Standorte zu eröffnen. Und wir glauben auch an das Thema, weil es eben um den Mittelstand in der Region geht und nicht um diese abgefahrene Kreativszene, weil die haben wir hier so auch nicht. Und das ist nicht die Hauptzielgruppe. Die Zielgruppe ist wirklich für alle. Genau, also das ist schon wichtig. Es geht hier auch kein Entweder-Oder. Also wenn sich diese Kreativszene morgen gründet, auch herzlich willkommen. Wir haben auch Kreativunternehmen hier, also so nicht. Deswegen, also nein, also da verstehen wir uns schon richtig. Also es ist aber auch klassisch ja auch für uns als traditionelles Unternehmensnetzwerk. Wir würden uns also auch keiner noch so verrückten Neugründungen versperren. Herzlich gerne. Und gerade wie du schon gesagt hast, am Anfang einer Unternehmerschaft steht ja dieses ohne Fleisch kein Preis. Gerade da ist es ja vielleicht auch interessanter, sich in einem Coworking-Space einzumieten, in welcher Form auch immer, und Struktur zu haben, anstatt wie früher so, das haben wir mal in der Hinterhofgarage von unserem Papa angefangen und da habe ich so gar keine Trennung. Ne? Also irgendwo denke ich, brauchen alle irgendwo auch dann ein bisschen Struktur,
vielleicht mit dem ein oder anderen Notausgang auch mal wieder auszubrechen, um links rauszugehen und rechts wieder reinzukommen. Ja, das ist sicherlich auch so, nicht 40 Jahre den Alltagstrott immer Werkstor 1, 8 Uhr reingehen, weil die Sirene heult und 16 Uhr wieder raus. Aber ich glaube, dass da schon viel möglich ist und dass wir da auch einfach so weiterkommen. Du hast gerade mal Steinfurt angesprochen. Wir haben natürlich hier in der Region auch mit der Hof-Hohmann-EG in Laden ein absolutes Kreativ-Coworking-Space gefühlt am Ende der Welt, aber irgendwie dann doch ganz speziell. Ihr arbeitet noch mit den Kollegen aus Nordhorn zusammen. In Lingen gibt es ähnliche. Also diese Ideen zeigen auch, dass es durchaus weit verbreitet ist. Es ist natürlich eine schwierige Zeit, aber nichtsdestotrotz kann ich mich dann auch einfach mal hier umsehen, da ich mal ganz stumpf einfach anrufe und sagen, jetzt haben die viel erzählt, 2 Minuten Film ist auch alles schön und gut, aber wie erreiche ich euch, wie komme ich hin? Ich meine, ihr habt ja eine unmittelbare Nähe auch zum Bahnhof, ist ja sicherlich auch ein Vorteil, aber auch einfach mal das zu erleben, denn wir können das ja sicherlich in Worte fassen oder auch in andere Dinge, aber es ist ja wirklich, man muss es mal gesehen haben. Ja, es lohnt sich unbedingt, ja. Also erstmal ist sowieso jeder herzlich willkommen, hier auf den Kaffee vorbeizukommen. Ich zeige das gerne auch alles mal persönlich und sich das mal selber vor Ort anzugucken. Die Lage ist natürlich für uns super. Wir sind direkt am Bahnhof. Ich habe viele Mitarbeiter aus Münster in meiner Agentur, auch aus Lingen. Ich meine, weiß jeder selber, rein in Münster mit dem Auto, das ist ein Zug, echt super hier zu machen. Darüber hinaus haben wir wirklich die flexiblen Angebote. Wir haben Tagestickets. Wer vielleicht einfach auch mal hier auf den Zug wartet oder umsteigt, kann jederzeit sich hier flexibel auch für kurze Zeit hinsetzen und einfach reinschnuppern, arbeiten oder auch einfach nur hier im Café einen Kaffee trinken. Also wir haben das Angebot hier. Wir haben einen Kühlschrank. Man sieht ihn, glaube ich, im Bild. Ist übrigens ein Getränk, was in den September, wo wir geöffnet haben, wo man noch mehr durfte, auch somit am besten hier weggegangen ist, das Bierchen abends, weil das gehört halt auch dazu, dass man hier zusammensteht und einfach mal anstößt. Und da passiert ja genau die Kommunikation, wo einfach auch natürlich an der Kaffeemaschine Austausch stattfindet. Ey, wie macht ihr das denn? Es geht ja gar nicht nur darum, sich Aufträge herzuschieben, sondern auch einfach voneinander zu lernen und voneinander zu profitieren. Aber auch da, wir haben die Angebote hier, kann jeder gerne auf dem Kaffee vorbeikommen. Freuen wir uns sehr. Mal aus einer deiner klassischen Sätze, wenn ich sie auch hier in der Stylus wieder lese, Pausen sind nicht verhandelbar. Da bist du ja auch so jemand von, der sagt, bei aller preußischen Gradlinigkeit, die uns Germanen so nachgesagt wird, aber man muss auch mal Luft holen. Ist schon wichtig. Ne? Also auch ist mal wichtig, ja. Also wenn ich keine Pausen mache, dann ist das so, als würde ich in meinem Wagen permanent im zweiten Gang 140 fahren. Irgendwann gibt es so ein paar Alarmlämpchen, die sich da zeigen und ein bisschen später sagt der Motor, jetzt ist mal vorbei, das funktioniert nicht. Und genauso ist das mit unserem Organismus. Wir sind nicht dafür gemacht, auf Dauerbetrieb zu laufen. Wir brauchen diesen Wechsel zwischen Hochleistung, aber dann auch mal wieder ganz bewusst auch eine Pause, eine Denkpause, eine kreative Pause, eine Pause für den Kopf. Sonst funktionieren wir nicht. Und jeder, der Sport macht, der kennt das. Ich trainiere nicht jeden Tag die ganze Woche das Gleiche. Ich brauche eine Pause. Sonst gibt es Ermüdungsbrüche oder Ähnliches. Wir haben es in der Arbeitswelt noch nicht so richtig begriffen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir irgendwann sogar an den Punkt gelangen, wo unsere Leistungsfähigkeit so dermaßen zurückgeht, dass wenn wir 3 Stunden eher aufgehört hätten, wir mehr geschafft hätten, als wenn wir jetzt 7 Stunden weitergearbeitet hätten. Das müssen wir noch ein bisschen verinnerlichen, aber ich tue mein Bestes dafür, diese Info auch weiterzutragen. Ja. Pause. Ich selber habe jahrelang meinen Hund mit ins Büro genommen. Der hat mich dann ab und zu auch mal zu einer Pause gezwungen, weil irgendwann guckte er mich mit seinen braunen Augen so an und so nach dem Motto, jetzt müssen wir mal rausgehen. Ihr habt auch Coworking-Space-Hunde, Bürohunde? Einige. Ja, jetzt mal ein kleiner Werbeblock. Vielleicht bist du noch gar nicht drauf gekommen. Ich habe festgestellt, dass im Moment jeder Gott und Weltmensch sich einen Hund anschafft, weil wir haben ja gerade viel Zeit und jetzt geht's los, wenn die Arbeitswelt wieder zurückkommt und ich in mein klassisches Großraumbüro mit Hund nicht darf, aber irgendeiner den Hund betreuen muss. Also ich dürfte auch mit Hund bei euch. Also tatsächlich, da kriegen wir wahrscheinlich irgendwann ein Problem, wenn mal jemand hier panische Angst vor Hunden oder eine Allergie oder Ähnliches hat, weil wir haben tatsächlich, nicht zu jeder Zeit, aber insgesamt sind es, glaube ich, 5 Bürohunde, die wir haben, die unterschiedlichste Mieter mitbringen. Das Schöne ist, wir haben die Büros, man kann sie auch im Büro lassen, sie können jetzt zum Teil frei rumlaufen. Sobald wir sehen, dass irgendjemand reinkommt, der sich damit nicht wohlfühlt, dann kommen die Hunde weg und passiert nichts. Aber wir haben hier tatsächlich
Also Hunde sind hier ein großes Thema. Ja, gut, Rücksichtnahme ist ja immer, wo Menschen zusammenarbeiten, muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Und ein Coworking Space ist ja kein Wildwest-Arbeitsplatz, wo jeder macht, was er kann. Oder so nach dem Motto, ich bringe jetzt die größere Bulldogge mit und kriege dafür das schönere Büro, weil er sich den Weg schon frei beißt. Aber ich kann das durchaus verstehen, dass Leute da vielleicht auch irgendwann mal auf solche ganz, vielleicht im ersten Augenblick, irrwitzig zumutenden Argumentationen kommen und sagen, Chef, ich kann den nicht zu Hause lassen. Und auch mal, bis gestern waren 3 Leute von uns im Homeoffice und es war immer einer da und jetzt geht es in die Richtung. Aber das sollte wirklich nur eine kleine Anekdote sein in dem Bereich. Für mich ist es nochmal wichtig, auch hier diesen Ort der Begegnung, also wirklich zu sagen, ich kann Kontakt suchen, ich habe aber auch meine Rückzugsmöglichkeiten. Ich habe Abwechslung zwischen Homeoffice, hier Coworking, vielleicht auch Betriebstage, wie oft auch immer. Und für mich wirklich ganz wichtig ist dieses klassische Konzept dahinter. Also ich kann Mitarbeiter abdelegieren hierhin und habe mit diesen ganzen thematischen Dingen, gibt es ein Brandschutzkonzept, gibt es ein Hygienekonzept, gibt es eine Arbeitsstättenverordnung, was ist mit meinem Qualitätsmanagement, was ist mit sicheren Datenleitungen, ja, nutze ich mein privates WLAN, über das mein Sohn gerade noch X oder Y gemacht hat und oh, ja, das Angebot habe ich gerade zu der Lehrerin geschickt, dafür sind die Hausaufgaben zu meinem Kunden gegangen, ja, so. Das ist ja alles, ich sage mal, ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja, und da wirklich zu kommen und zu sagen, das mal auszuprobieren, wäre sicherlich wichtig und man sollte, glaube ich, auch einfach mal diese Hürde davor verlieren, denn eure Flex-Möglichkeiten bieten es ja wirklich an, zu sagen, so ist es. Man wird auch sicherlich merken, Malus, dass es nicht für jeden Menschen gibt, einen, der braucht sein Standard-Büro-Dienstzimmer hinten links, ja, wo ich immer war. Es wird aber auch welche geben, die sicherlich solche Sachen geben. Und ich glaube, diese Flexibilität, das wird uns Corona beibringen, dass wir dieses Standard, es war immer so und das war auch immer, wird auch immer so bleiben, dass das ein Stück weit über Bord geht. Und dafür solche Einrichtungen natürlich wie geschaffen sind. Ne? Praktische Frage, wie sieht es hier so sonst mit Parkplatzmöglichkeiten aus? Kann ich auch als Handwerker hier hinkommen und mal irgendwo einen Bulli stehen haben? Oder ist das alles eher Innenstadt kompliziert? Also wir haben 3 Parkmöglichkeiten. Einmal, ich kann in den Straßen nebenan parken, da muss ich was suchen. Ansonsten haben wir hier direkt vor der Tür einen sehr, sehr großen Parkplatz Richtung Innovationsquartier, wo ich 2 Stunden kostenlos parken kann. Und natürlich haben die Mieter bei uns die Möglichkeit, wir haben eine große Tiefgarage, sich hier auch einen Parkplatz anzumieten, dass ich den permanent nutzen kann. Das ist natürlich Teil des Angebots. Und vielleicht noch, ich weiß gar nicht, wer das weiß, wer ein E-Kennzeichen hat, kann ich hier sowieso umsonst parken. Wir haben wirklich viele hier, die auch unsere Firmenwagen sind, E-Fahrzeuge, die hier einfach kostenlos vor die Tür stehen können. Das ist das Einfachste. Gut, wollen wir mal gucken, dass wir in die Richtung weiterkommen. So, 12.47 Uhr, wir sind eigentlich schon so ein Schnapsbindchen, so ein Eats über die Zeit drüber, aber ich fand es wirklich wahnsinnig interessant und vor allen Dingen glaube ich auch, dass man sieht, dass sich so Dinge im Leben eigentlich immer irgendwie verzahnen. Es gibt nichts, was einfach losgelöst für sich da steht oder auch hingehört, sondern hier sind Verzahnungen. Ich bin ganz gespannt auf Ihre Löffellisten, die Sie mir alle bis morgen Mittag 12 Uhr dann einfach natürlich einmal zumailen, ja, damit ich das kontrollieren kann. Obendrauf steht natürlich immer bei der WVS, bei den Veranstaltungen mitmachen. Das setzen wir jetzt einfach mal hin. Also der erste Punkt ist da. Wie groß muss so eine Löffelliste sein, Marlos? 5 Punkte, 10 Punkte? Ja, mindestens mal 50. 50? Ja, na klar. Wir wollen ja noch ein bisschen länger leben, oder nicht? Also, Herr Hartmann, da müssen wir beide uns jetzt aber ein bisschen was aufschreiben, weil ich das so sehe. 50 Punkte und nicht 50 Mal dasselbe. Also nicht 50 Jahresbilanzen erstellen. Das kann keine Löffelliste sein, sondern da müssen wir schon ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber vielleicht auch mal im Büro lachen, darf ja auch draufstehen. Also gehört ja auch dazu. Von daher, schönen Dank, dass Sie dabei waren. Schönen Dank, Carsten, dass wir hier zu Gast sein durften. Und nochmal, tun Sie sich wirklich den Gefallen, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Also ich muss das wirklich sagen, das ist gerade für die, die noch nie hier waren, wirklich mal anhalten. Das Team von Carsten ist wirklich immer gerne bereit, das mal zu zeigen, mit einer Tasse Kaffee einen Rundgang zu machen. Sind 10 Minuten, die sich lohnen, einfach mal ein Gespür
für solche Möglichkeiten zu kriegen. Und wenn Sie es auch nicht sind, dass man vielleicht positiv darüber berichten kann und sagt, vielleicht ist es nichts für mich, aber ich gucke jetzt mal Herrn Hartmann oder Herrn Garmann an, aber vielleicht ist es für einen Mandanten oder einen Kunden was, wo man sagt, wäre doch ganz schön, da zu sitzen. Und von daher wirklich herzlichen Dank. Außerdem schmeckt der Kaffee gut, das darf man auch nochmal sagen. Und die Qualitätswasserprodukte kommen natürlich aus dem Hause Salvus. Von daher regionale Wertschöpfung at its best. Ja, danke euch zwei, dass ihr dabei wart. Es hat wirklich Spaß gemacht, da mal ein bisschen drüber zu plaudern. Sie darf ich gleich noch einladen. Wir vernetzen uns gleich im Nachgang noch so zwei Runden aktiv. Das heißt, wir würden am Abgang nochmal so für 3 Minuten kleine Gruppen bilden. Da müssten Sie bitte Ihre Kameras einschalten und Ihre Mikrofone. Da geht es wirklich nur darum, nochmal ganz kurz in 20, 30 Sekunden zu sagen, guten Abend, mein Name ist, wir machen das und das. Und vielleicht noch ein, zwei Fragen untereinander zu beantworten. Die Veranstaltung ist dann auch automatisch zu Ende, wenn Sie da rausgehen. Nichtsdestotrotz, du hast von Zielen geredet, Termine, Vorfreude. Freuen Sie sich heute schon auf ein paar Termine, die ich Ihnen nenne. Weihnachtsbaumaktion, 4. Dezember 2021, Riesenbeck International. Ja, auf jeden Fall eintragen. Etwas weiter vorne am 10. September ist ein Freitag. Das WVS Sommergrillen bei der Firma Sänger. Wir räumen die Autohalle leer und machen mal richtig wieder Vernetzung, wie man es kennt, mit einem kühlen Getränk und einer Bratwurst. Wer es vorher schon möchte, leider findet unser traditionelles Spargelessen ja dieses Jahr leider mal wieder nicht statt, aber wir machen ein digitales Spargelwochenende, 16. bis 18. April. Darf jeder von Ihnen uns gerne ein Foto von seinem Spargelmenü mal schicken und dann machen wir so virtuell mal die schönsten Spargelteller. Und jetzt gucke ich nochmal wieder die beiden Herren an, Garmann und Herr Hartmann. NRW-Finanzminister Lutz Liebenkemper am 15. April. Ich zähle auf Sie. Sie müssen praktische Fragen stellen und den Herren da mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen, dass wir gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall Termine, Termine, Termine. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie gut vernetzt. Kommen Sie hier mal vorbei. Danke an euch.